So, die Straße. Hinten sind Steine, wenn ich richtig sehe. So, erstmal so. Und die Straße schließen wir dann schon mal an unsere Insel an. An unser Schiff an. So. Jetzt brauchen wir auf dem Weg zu den Woodcuttern noch eine Sägemühle. Die können wir jetzt hier an der Straße halt in 360-Grad-Richtung ausrichten. Und ich richte sie so mal aus. So, hier hinten sind Steine, Limestone und Kohle ein bisschen. Hier oben sind auch Steine. Und hier drüben ist Wild. Steine sind jetzt erstmal wichtiger. Und ja, für Steine brauchen wir ein Steinmetz und einen. Also eigentlich einen Steinbruch, besser gesagt. Das Quarry ist ja Steinbruch. Und einen Steinmetz. Also man sieht in einem Steinbruch arbeiten. Man sieht ja auch, wer wo drin arbeitet. Also Woodcutter arbeiten hier. Sawmill Worker heißen die, die da in der Sawmill arbeiten. Da ist die Frage, wo arbeiten Woodworker? Wahrscheinlich irgendwo hier hinten. Ah, hier. Im Woodworkshop, genau. Gut, aber dazu kommen wir später. Jetzt brauchen wir erstmal einen Quarry, den wir irgendwie hier so reinsetzen. Den Quarry schließen wir dann hier an die Straße an. Man sieht ein bisschen, denke ich mal, dass auch die Straße rastet. Also hier im rechten Winkel, wenn sie zum rechten Winkel ist, und hier halt an das Gebäude. Um keinen Platz zu verschwenden, richten wir sie ans Gebäude. Das Straßenbauen ist, muss ich zugeben, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und ja, man sieht hier auch ein bisschen halt, wo noch Bauplatz ist. Also ich könnte zum Beispiel den Stonebase jetzt hier hinquetschen. Aber ich verzichte und baue ihn lieber hier hin. So. Und man sieht, die Jungs arbeiten, und Frauen natürlich, arbeiten schon fleißig. Hier wird gerade Holz geliefert. Beziehungsweise nicht, es wird das Holz nicht geliefert, sondern es ist geliefert worden. Also das hier ist der Baustack und der Baumstamm hier wird bereits von unserem Bauarbeiter verwendet, um den Holzfäller hochzuziehen. Haben wir hier eigentlich nur Hardwood? Ah, dazwischen ist auch ein bisschen Softwood. Hier und hier hinten. Das ist ja okay. So, als nächstes wollen wir uns auch gleich an die Expansion wagen, weil hier auf dem kleinen bisschen können wir ja nicht viel bauen. Deswegen. Genau, Expansion und Exploration. Errichten wir Guard Tower. Guard Tower, da arbeiten unsere Wachen dann drin. Und die errichten wir am besten an den Grenzen, um unsere Grenzen auch besser schützen zu können. So, wie man sieht, das rastet hier im rechten Winkel. So, und hier richten wir auch einen Guard Tower, weil wir uns auch in die Richtung ausdehnen wollen. So. Und in der Nähe errichten wir auch gleich eine Explorer-Hütte. Gut. Unsere Woodcutter sind währenddessen schon mal da und fleißig am Holz hacken. Unsere Sägemühle ist noch nicht ganz fertig. Die wird allerdings jetzt auch fertig gebaut.
So, jetzt ist die Sägemühle fertig. Jetzt müssten... Also natürlich, es kommen sehr viele Arbeiter. Aber dazwischen sind auch garantiert... Oh, Steinmetze kommen auch schon. Hm. Miner kommen. Da kommt der Sawmill-Worker. Okay. Hm. Die Sachen sind noch nicht mal fertig und die Leute laufen schon los. Schöne Details, oder? Also der Bauarbeiter ist fertig mit seiner Arbeit. Der Quarry ist auch fertig. Jetzt können wir mal einen Blick reinwerfen. Der Quarry baut nämlich Stein und Limestone ab. Und ja, der Stonemason verarbeitet Stein zu Cutstone und Stein zu Borderstones. Die beide wichtig für uns sind. Es gibt noch außerdem die Steinmühle. Die braucht dann halt Limestone. Aber für die haben wir noch nicht mal annähernd die Ausrüstung. Ja, was wir auch bauen sollten, gleich mal hier so zentral gelegen, ist ein Construction Camp. Am besten hier neben die Holzfällerhütte, da nimmt es nämlich den wenigsten Platz weg. So. Weil dann laufen unsere Bauarbeiter und Planierer nicht mehr ständig aufs Schiff zurück. Sondern, also jedenfalls ein Teil davon, listet sich hier ein. Beim Augenblick ist unser Schiff unser Hauptlager und auch unsere Hauptstelle für unsere Leute. Wir haben aber auch die Möglichkeit halt, wie gesagt, Construction Camps zu bauen. Da kommen dann unsere Bauarbeiter unter. Und können zusätzlich Lager errichten. Also einmal kleine Storages, die halt nicht sonderlich teuer sind. Aber halt nur einen einzigen Warentyp lagern können. Und Warehouses, die sind teurer, wie man sieht. Können aber 8 verschiedene Warentypen lagern. Und das hier ist eine Schatzkammer. Da werden unsere Valuables drin gelagert. Für das Traders Camp wichtig. Beziehungsweise für die Trading Post. Ja. So, hier drüben sind unsere ersten, ist unser Wachturm fertig. Und man sieht, unsere Wachen sind im Guard-Modus. Im Augenblick, weil sie keine Grenzsteine haben. Wir haben 120 Grenzsteine. Man sieht auch, wenn wir hier drüber haben, steht da, wir haben 120. Davon sind 106 available und 14 reserved. Also 14 werden jetzt gerade geliefert an die Guard Tower. Man kann auch hier schön sehen, was wir alles in den Guard Tower an Truppen stecken können. Also im Augenblick sind da nur Guards drin. Unsere erste Standardeinheit, also Soldateneinheit, wie man sehen kann. Wir haben nämlich nur 20 Guards, also gerade mal genug, um 2 Guard Tower zu besetzen. Wir müssen uns also auch bald um mehr Guards bemühen. Und ja, sobald die Guards Grenzsteine kriegen, wie die von diesem Carrier hier. Glück. Kommen schon die Guards angelaufen.
und schnappen sich die Grenzsteine und fangen an, unser Territorium zu erweitern. Ja, und ganz ehrlich, für den Steinmetz bräuchten wir einen zweiten Steinbruch. Auch wenn das ein bisschen uneben ist, hier bauen wir den mal hier. Und ja, man sieht, die Guards laufen los. Und fangen an zu expandieren. Indem sie neue Grenzsteine setzen und die alten verschieben. Deswegen ist es wichtig, dass wir Grenzsteine produzieren. Also zusätzlich zu unserem Baustein. Ähnliches gilt auch für unsere Holzfäller und so. Oh, wir haben sogar Silber gefunden. Ah, wie schön. Silber und Eisen sogar. Also ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten jetzt zum Discovern. Einmal durch unsere Explorer. Da läuft einer gerade zum Beispiel und kundschaftet aus. Mit Karten und allem. Dafür brauchen sie übrigens die Rationen. Okay. Kommen wir zum nächsten Schritt, den wir machen sollten. Also ja, jetzt haben wir hier ein Camp, wo ein Teil unserer Arbeiter drin sind. Da müssen sie nicht mehr so weit laufen. Wir haben aber noch genug Arbeiter hier, wie man sehen kann. Die wir unterbringen müssen, aber die werden wir danach im Landesinneren unterbringen, weil so viele brauchen wir nicht auf einem Haufen. Was wir jetzt erstmal brauchen, ist einen Forester, also einen Förster. Den setzen wir hier mal hin, an diese Stelle. Schließen ihn an. Wir können auch jederzeit unseren Woodcuttern und Sägewerken und anderen Produktionsgebäuden sagen, was sie für Ressourcen überhaupt abbauen sollen. Also da wir jetzt am Anfang noch gar keinen Limestone brauchen, sagen wir mal von vornherein, ihr beide baut den Limestone nicht ab, sondern nur den normalen Stein. Wir brauchen Grenzsteine und geschnittene Steine. Jedenfalls auch später. Deswegen lassen wir das mal so. Und ja, das Thema mit dem Holz. Können wir mal kurz gucken. Also Softwood ist Baumaterial, während Hardwood eher für Sachen gebraucht wird. Also nehmen wir mal zum Beispiel gerade unter ja, Equipment und Training müsste das sein. Genau. Der Wood Workshop braucht Hartholzbretter und Seile. Und stellt daraus Bögen, Speere, Schilde und so weiter hier. Was mich eigentlich dazu bringt, dass wir auch irgendwann mal eine Trainingsakademie brauchen. Aber was jetzt erstmal wichtig ist, ist Population und Meals. Da sollten wir uns mal drum bemühen. Toggle Road Snapping. Da sollten wir uns mal drum bemühen. Also erstmal können wir wieder im rechten Winkel hier, ganz nett. Eine Straße bauen. So. Und dann hier.
mal 6 Häuser platzieren. So. In den Häusern kommen nicht die Arbeiter, sondern die Träger unter. Also die Arbeiter wohnen in den Häusern, in denen sie auch arbeiten. Wie man schön sehen kann. Ich kann ja auch mal die Kamera drehen. Dass man aber auch ein bisschen sieht, weil das ist ja auch Teil von diesen Spielen, ein bisschen den Wuselfaktor zu beobachten. Wie man sehen kann. Produziert die Mühle hier aus Weichholz und Hartholz, Weichholz und Hartholzbretter. Also das, die kleinen hier sind die Weichholzbretter. Kann ich noch näher rangehen sogar, ja. Und das große sind die Hartholzbretter. Und das machen sie halt immer abwechselnd.